Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt es eine Pilzleberpfanne zu dem Reis. Mit kleinen Tomatchen hier, mit Sahne gekocht. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Dieses Rezept habe ich vor Jahren mal zu meinem Geburtstag gemacht. Und ich hatte so wenig gemacht, weil ich dachte, dass ich dann nicht alleine an diesem Gericht sitze, vielleicht essen die doch nicht alle Leber. Und das war alle. Die wollten noch mehr, weil es so lecker geschmeckt. Und habe heute bei Fleischer eine Geflügelleber bekommen. Und dann habe ich gedacht, ich muss das nachmachen. Und das möchte ich euch es präsentieren. Es ist wirklich so lecker. Die Geflügelleber und die Pilze. Säuerliche Tomaten, das passt alles so gut, so lecker. Schaut ihr, wie in die Pfanne das alles so aussieht. Richtig freundlich und appetitlich. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, wie habe ich heute gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß und danach einen guten Appetit. Folgende Zutaten habe ich vorbereitet. Champignons, Hähnchenleber, Tomaten, so eine Rispentomaten, Pflaumentomaten, was ihr habt. Ich habe hier unterschiedliche, was ich noch Reste von Tomaten habe. Dann Sahne. Von Gewürze brauchen wir Salz und Pfeffer, ein bisschen Salbei. Wäre besser natürlich auch die frische Salbei, aber leider mein Garten ist zu weit, schnell rauszukommen und holen aus dem Garten. Dann ein paar die Frühlingszwiebel und ein bisschen Petersilie habe ich noch ein bisschen auf dem Balkon. Das werden wir alles jetzt sauber machen und alles klein schneiden. Die Champignons habe ich einfach mit dem Tuch sauber gemacht und weil die etwas größer sind, einfach so auf 4 Teile. Nicht zu fein machen. So ist das besser. Wenn ihr habt so eine schöne kleinere, dann könnt ihr die sogar ganz lassen. Die Leber habe ich kalt abgespült, bisschen abgetüpft mit dem Küchentuch und in so eine kleinere Stücken geschnitten, so mundgerechte Stücken. Die Tomaten werden wir nur halbieren. So, das reicht schon. Den Zwiebel in die Rinde schneiden und Petersilie auch fein schneiden. Und danach können wir schon gleich ans Herd gehen und unser Gericht zubereiten. Als Beilage dazu mache ich Reis. Kann man aber bestimmt auch Kartoffelbrei machen, wird es auch schmecken. Das geht alles relativ schnell, deswegen Reis musste ich schon vorher vorkochen. So, stellen wir die Pfanne auf dem Herd. Ich habe ein bisschen mit tieferer Rand genommen und geben wir da ein Stückchen Butter. Ich habe ungefähr so 30 Gramm genommen, habe ich extra auch gewogen. Und alle Zutaten, was ich heute als Beispiel nehme, stelle ich unten in die Beschreibung. Und ihr könnt dann umändern, wie ihr gerne möchtet. Kann man einen Teil weniger nehmen oder mehr. Lassen wir erstmal Butter schmelzen. So. Die Butter ist schon heiß geworden und können wir gleich die Pilze, aber auch gleich die Leber alles in die Pfanne geben. Und werden wir das alles schön anbraten. Immer wieder umrühren. So, es sind ungefähr so 4 Minuten vergangen. Schaut ihr, wie sieht es in meiner Pfanne aus. Die Pilze lassen jetzt das Wasser und die Leber auch. Und wir müssen es so anbraten, dass die ganze Feuchtigkeit wird verdampft. Ich habe auch kein Salz noch dazu gegeben. So ungefähr hat es 13, 14 Minuten gedauert, bis das die ganze Feuchtigkeit ist die ausgedampft. Und jetzt schaut ihr, die Pfanne ist trocken. Und jetzt fängt schon zu braten und kommt auch dieses schöne Rostaroma durch. So, jetzt können wir es auch nachwürzen mit Pfeffer. Und wie gesagt, wenn ihr frische Salbei habt, wäre besser natürlich frische Salbei.
dazu geben. Ich gebe getrocknete, ein bisschen Geschmack. Und wenn es ist zu doller trocken, könnt ihr noch einen Esslöffel Öl oder Butterschmalz oder einfach noch Butter dazu geben. Und dann kommt auch jetzt unsere Frühlingszwiebel hier rein. Wenn wir das umrühren, müsst ihr auch passen, weil die kleinen Krümelchen von der Leber, wenn es zu heiß wird, können die schießen. Deswegen vielleicht am besten lieber dann auch Deckel drauf legen. Und nun so ein, zwei Minuten, nicht länger, mit den Zwiebeln noch anbraten, dass es auch ein bisschen Zwiebel seiner Aroma gibt an den Pilze und Leber. Und wir haben jetzt auch nachgewürzt, dass die Würze können auch entfalten. Brate ich es auf die mittlere Hitze. So, zwei Minuten habe ich noch gebraten. Schaut, es brennt nichts was an. Und jetzt geben wir die Sahne drüber. Ich gebe ganze Becher hier rein, weil wir mögen gerne, wenn man schön viel Soße isst. Wir können auch noch Pilzgewürz dazu geben, was wir mal selber gemacht haben. Und da gebe ich zwei Teelöffel. Das gibt auch sehr tollen Geschmack, weil hier sind auch viele Gewürze. Und ich gebe noch ein bisschen von dem Paprika Edelsüß. Jetzt umrühren. Und lasse ich so ungefähr auch wieder zwei Minuten köcheln, bevor ich noch die Tomaten reinmache. Dass die alle Gewürze sich können richtig schön sich einziehen in die Pilze und Leber. Ein bisschen so einkochen. Nur zwei Minuten. So, und jetzt ist der letzte Schritt. Geben wir noch Tomaten. Und ein bisschen Petersilie und den Rest lasse ich zum Dekorieren. Einfach umrühren und wieder mal ein, zwei Minuten nur ziehen lassen. Wenn ihr Elektroherd habt, dann kann man auch Herd schon ausmachen, weil die Hitze ist genug noch da, das noch mal ein bisschen so ziehen. Und dann kann man schon auch servieren. Es geht wirklich sehr schnell und schmeckt hervorragend, liebe Freunde. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. Schaut, wie lecker sieht das aus. Schön viel Soße. Und die Tomaten machen diese Würze in diesem Gericht wirklich sehr lecker. Diese etwas säuerliches von den Tomaten. Wow, Pilze und Leber. Einfach nur lecker. Bisschen Petersilie. Und voilà. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen und einer oder die andere wird das nachmachen und probieren. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, wie hat es euch geschmeckt. Und für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.